Hi und willkommen in der Demo-Lounge. Tube Screamer und Modern Boost in einem. Wir schauen uns den Deadworld Audio Engineering Duality Drive an. Deadworld Audio Engineering ist eine junge Firma aus dem Südwesten Deutschlands, die es seit Anfang 2020 gibt und mit dem Duality Drive erstes Pedal rausgebracht hat. Und weitere Pedale sind in der Entwicklungsphase. Der Mastermind Daniel Saulheimer ist außerdem Spezialist im Reparieren und Modden von Röhrenverstärkern und Audioelektronik. Alle Produkte werden in Deutschland entworfen und gefertigt. Der Duality Drive ist ein zweikanaliger Boost mit einem Classic und einem Modern Kanal. Der Classic ist eine modifizierte Tube Screamer Schaltung und ist am TS808 orientiert, bietet aber mehr Output. Der Modern Kanal ist ein reiner Boost ohne extra Verzerrung, bei dem man besser Höhen und Lautstärke regeln kann, vergleichbar vielleicht mit dem 14 Blade. Erwähnenswert ist, dass das Pedal einen internen Spannungsboost auf 26 Volt hat, was für mehr Headroom sorgt. Und außerdem ist das Pedal gegen umgekehrte Polarität geschützt, falls man aus Versehen ein falsches Netzteil oder so anschließt. Auf der Frontseite ist der Ein- und Ausschalter und der Schalter für die Kanäle. Im grünen Kanal haben wir Gain, EQ und Volume, also typisch für einen Tube Screamer. Und im blauen Kanal haben wir Bass, Treble und Volume. Auf der Rückseite sind die Ein- und Ausgänge und der Anschluss für den Strom. Das Pedal ist True Bypass und benötigt 9 Volt und 90 mA. Für die ersten Beispiele nehme ich die Minus Aquila hier. Und vom Sound her ist das eine Mischung aus Vintage und Modern Strat. Und gerade der Humbucker, der ist eher auf der Vintage-Seite. Und da kommen halt diese Sachen total gut zur Geltung. Die Single Coils sind vielleicht ein bisschen heller als typisch. Da kommen auch diese Sachen total gut rüber. Und im Modern-Kanal vom Duality kommen diese Sparkly Cleans. Kommen total gut zur Geltung. Thank you.
Jetzt nämlich meine FGN-Expert Elan, die ist auf D runtergestimmt und hat einen eher High-Output-Pickup. Und hier geht es mal darum zu zeigen, wie ist das Classic versus Modern Boost im Metal-Kontext mit so ein bisschen Metal-Riffing. Und vor allem kann man hier dann schön die Mittenbilder vergleichen. Jetzt nämlich eine 8-Seiter, das ist eine LTD Stephan Carpenter Signature mit aktiven Pickups. Und hier will ich vor allem zeigen, dass so ein klassischer Tube Screamer bei einer 8-Seiter doch an die Grenzen kommt. Ich bin hier auf F runtergestimmt. Und es wird aufgeräumter. Ich finde nur, dass die Mitten so ein bisschen anfangen zu prägnant zu werden. Und beim Modern Boost, da ist es schön aufgeräumt, ohne dass die Mitten nerven. Thank you.
Okay, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen können, was man mit den Duality Drives so alles anstellen kann. Ich bin gespannt, was als nächstes rauskommt, weil das war wirklich ein sehr guter Start für Dead World Audio. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Thumbs up, abonniert meinen Kanal und drückt das Benachrichtigungsglöckchen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Ciao!